Am 12. August 1992 verstarb der US-amerikanische Komponist John Cage. Das liegt am 12. August 2022 30 Jahre zurück, und in der Universitätsmusik begehen wir diesen Tag mit einem Konzert mit der Aufführung des gesamten Orgelwerkes an einem Abend von John Cage. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Die Musik ist unvorhergesehen, anders als das, was man sonst an Klassischem kennt, und öffnet ganz neue Räume. Wir können hier diesen Raum Paulinum, Aula Universitätskirche St. Pauli, mit dieser ganz offenen und farbenreichen und auch sehr meditativen Musik wunderbar bespielen. Ich habe die Freude, dafür zwei Orgeln zur Verfügung zu haben. Einerseits die Renaissance-Orgel von Metzler, die sich dann im Kontrast sehr gut macht für die Musik von Cage, und hier die Orgel von Jämlich. Am 12. August wird es ein größerer Musikabend sein, mit zwei großen Teilen. Es kommen insgesamt vier Musikstücke von Cage zum Klingen, die er im Laufe seines Lebens geschrieben hat. Und es wird die Möglichkeit geben, sich im Raum anders zu platzieren als sonst im Konzert üblich und sich zum Beispiel frei zu platzieren, aufliegen oder sich auch zu bewegen und sich ein Getränk zu holen. Dabei gibt es eine stimmungsvolle Beleuchtung und jeder kann sich der Musik auf die Weise widmen, wie er, wie sie es gerne möchte.